kennen uns noch nicht. Seid ihr neu hier in der Stadt? Ich habe gerade die Folge starten wollen und schon werde ich angesprochen. Ja, das bin ich. Freue mich, euch zu treffen, kennenlernen. Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Dama, ja, Mutter? Meiner Mutter gehört der Laden Nordwaren und Handel in Kurol. Okay, danke. Hast du irgendwelche Gerüchte? Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Ja, danke, dass du mich angesprochen hast. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe gerade die Folge starten wollen, habe Kamera ein bisschen umpositioniert. So, und ja, herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So, ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, dass wir mal nach Barge kommen. Athletik hat sich wieder verbessert, perfekt. So, die Wiederherstellungsmagie kennt Zauber, die eure Ausdauer. Ja. Ah, die hat es rausgeschafft, der Kurier. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir hier auf die Map gehen. So, nach Quatsch. Quatsch war ja hier, Gold Road, das ist ja auch das neue Add-on von Elder Scrolls Online. Hier ist Quatsch. Da müssen wir hin, also an Skingrad vorbei. Und dann ist hier Anvil. County Quatsch, okay. Was haben wir hier? Camp Ales. So, und da oben ist Bruma. Shaden Hall. So. Thundercliff Watch. Hier gibt es aber auch... Also hier sind zumindest die Hauptstraßen. Leia Wien. Markiert. Gibt es hier aber irgendwie Wege, die in die anderen Länder... Ihr habt diesen Ort noch nicht gefunden. Danke für die Info. Hier, das führt nach Skyrim. Und das hier nach Hammerfell. Gibt es hier noch andere Straßen, die irgendwie rein theoretisch rausführen würden? Ich weiß es nicht. So. Imperial City. Wir bleiben erstmal noch auf der Hauptstraße. Und gehen mal Richtung... Richtung Quatsch. So, einen Moment, ich muss mal hier eben was machen. So. Kurz erledigt. Kann ich die einsammeln? Natternkopf. Könnte ich tatsächlich einsammeln? Ich weiß, man, Bereich wird geladen. Ich glaube, das wird auch häufiger vorkommen, dass hier Bereiche einfach laden werden. So, aber ich freue mich schon, hier alles richtig aktiv zu erkunden. Dass wir erst einmal auch aus dem, aus der Hauptquest mal rauskommen, so die Einleitung mal beendet haben. Dass wir dann ein bisschen Zeit haben. Und uns hier dann voll auf die Entfaltung unseres Charakters fokussieren können. Und ist ja jetzt das erste Mal, dass wir hier einen Kampfmagier spielen, dass wir auch mal versuchen, aktiv was auch im Bereich Zauberei zu machen. Dass wir mal was anderes sind als ein bloßer Krieger, der einfach nur aufs Draufhauen sich fokussiert. Ach, der liegt ja immer noch. Und ich glaube, es ist schon die Abenddämmerung. Es wird dunkel, ne? Ich hatte aber gedacht gehabt, dass wir hier zumindest schon mit dem Controller spielen können. Wäre schön gewesen. Vielleicht hätte ich das auch irgendwo einstellen können, dass wir mit dem
Aber aktuell bleiben wir dann erstmal bei Maus und Tastatur. Was ist los? Nix ist los, alles gut. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Hoppala. Ne, hier geht's runter. Okay, das ist der richtige Weg. So, da unten war jetzt jemand. Okay, wieder ein Bandit. Jo. Alter. So, Felsschild nehmen wir mit. So. Hufschmiedehose. Ne, Pelz, Brustharnisch. Pelzstiefel und Dietrich nehmen wir mal mit. Hoppala. Ich will immer Tab drücken. Für Sichtwechsel. Muss mir jetzt halt angewöhnen, dass es jetzt mittlerweile C ist. Da frage ich mich, wie das dann auf bei Skyrim ist nochmal. Obwohl, da werde ich dann wahrscheinlich eher mit Controller steuern. Freue mich aber auch schon drauf. Und nach Skyrim geht es dann endlich los mit Elder Scrolls Online. Das wird das größte Elder Scrolls Projekt dann, was ich dann spielen werde. Und mit euch dann aktiv auch die Story verfolgen. Oder die Stories, eher gesagt. Was denn nun schon wieder? Hä, was willst du denn? Wer bist du? Dro Narai. Dann läuft auch jemand. Lasst es uns zu Ende bringen. Also ein Dolch. Fortify Fatigue Tome. Was habe ich da mitgenommen? Do you want to add Fortify Fatigue Tome to your spell list? Warte mal. School of Restoration Skill, Novice, Range Self Effect. Fortify Fatigue 25 points for 45 seconds of self. Pack ich mal auf meine Liste. Das Spiel ist hinzugefügt. Was war denn das? Ich glaube, das hier war das Ausdauerfestigen, ne? So, Quatsch, da lang wollen wir. Wir werden hier schon öfters mal von irgendwas random angegriffen, hauptsächlich Banditen. Keine Ahnung, was das für einer war, aber hier ist auch nicht alles übersetzt. Nochmal kurz auf die Map gucken. Richtung Süden. Ich glaube, es ist egal, welche Richtung wir gehen. Wir gehen mal hier die Küste entlang. Kloppt das Ding da einfach auf. Was ist das denn für eine Statue da? Sieht richtig schön aus. Ich glaube, das ist von Elaine. Gibt es hier aber auch Dwemer-Ruinen? Weil, ihr habt gefunden, Fana... Was? Was haben wir gefunden? Fana Kasekul.
Also es gibt hier auf jeden Fall zwei Arten von Ruinen, das weiß ich auf jeden Fall. Die Eladen und die Dwemer. Also in der Elder Scrolls Lore. Festung Tugend gefunden. Festung Tugend? Wo ist denn die? Das da? Oh, ich finde die Musik hier so schön. Das ist keine Festung. So, dein Pelz nehmen wir mit. Aber wo ist die Festung Tugend? Da hinten wahrscheinlich irgendwo. Nur ich sehe es halt nicht. Athletik verbessert. Werden wir irgendwann schneller? Wenn das auf 100% ist? So, da haben wir noch eine Eladen-Ruine. Und da hinten ist auch irgendjemand. Quatsch, müssen wir jetzt nach rechts. Ich hoffe, der oder die greift mich nicht an. Einmal kurz speichern. Schön, dass es jetzt gespeichert hat. Eladenbrunnen. Okay. Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. So, und was macht das jetzt? Wo muss ich lang? Ah, okay. Ich war hier schon falsch abgebogen irgendwo. Was hat die Kraft gemacht? Kann ich... Ah, ich kann mit T warten. Ah, und ich kann mit C gedrückt halten und mich so umdrehen. Ich wünschte, wir hätten uns ein Bart machen können. Zumindest vernünftigen Bart. Ich sehe da aus wie so ein Jungspund. Egal, das wird dann dafür in Skyrim deutlich besser. So, wieso konnte ich mich jetzt nicht bewegen? So, und ich freue mich schon drauf, hier die dädrischen Rüstungsteile zu suchen, zu finden. So, das müsste jetzt aber... Ja, das ist jetzt der richtige Weg. Da ist schon die nächste Ruine. Boah, ich hoffe, es gibt irgendwann so ein Spin-off oder sowas zu Elder Scrolls, wo man irgendwie auch die Zeiten der Dwemer und der Eladen irgendwie miterleben kann. Denn Redguard zum Beispiel war ja auch so ein Spin-off, da hat man zur Zeit des Tiber Septim in der zweiten Ära, Ende der zweiten Ära, alles mitbekommen. Elder Scrolls Online findet ja vor Redguard sogar statt. In der Zeit, wo der große Krieg halt stattfand und so weiter, wo... Ja, also noch vor der Zeit von Tiber Septims Geburt. So. The Gold Road. Boah, das freue ich mich auch, das hier dann zu sehen in Elder Scrolls Online.
Was hat mich gesehen? Was will mich angreifen? Wo will mich was... Was sind das? Sind das Imps? Kobold. Also Imps. So, Koboldgalle. Einen Moment, ich brauche jetzt eben hier so einen Heiltrank. So. Natürlich kommt jetzt auch noch ein Wolf. So, das nehmen wir wieder mit. Imps sind Kobolde. So, da ist schon der nächste Kobold. Autsch. So, schön ausweichen. So, Koboldgalle brauchen wir nicht. Wie weit noch eigentlich? Okay, Leia Wien ist ja schon gleich da. Dann werden wir vielleicht in Leia Wien einmal irgendwie rasten in der Taverne oder so. Oh, der Wolf hat da jemanden getötet. Ich hoffe, dass jetzt niemand wichtig ist. So, Eisenpfeil, Knochen, Wolfsfell. Wer bist du? Banditenbogenschütze. Ah, okay. Doch kein niemand Wichtiges. So, eisernen Bogen. Das nehmen wir mit. Das und das. Eine Banditin? Upsi. Ja, aber wenigstens ist, wenn wir jetzt hier Vanilla spielen, keine Mod drinne, die irgendwie ohne Bescheid zu geben eine Nacktmod drinne hat. Dann spielen wir jetzt auf jeden Fall Vanilla. So, und das ist schon Leia Wien da hinten. Ich sehe da was, was vielleicht doch ein bisschen gefährlicher sein könnte. Ah ne, ist nur ein normaler Tarzan-Goblin. Okay, nur Goblin. So, die nehmen wir mit. So, die nehmen wir auch mit. Ich schaue, dass wir die Sachen... Das können wir nicht mehr mitnehmen. Das ist jetzt zu viel. Werden wir hier mitten auf Straße überfallen immer wieder. So, führt das zu Leia Wien oder das da? Das hier führt nach Leia Wien. War doch Leia Wien. Ne, Skingrad. Ich sag Leia Wien, Mann. Was ist mit mir? Das ist Skingrad. Leia Wien ist ja woanders. So, wer ist das? Freund oder Feind? Seid gegrüßt, Nord. Was kann ich für euch tun? Gerüchte. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten.
Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Ja. Auf Wiedersehen. So, warte mal. Hier ist Skingrad Schloss, Skingrad Osttor und Westtor. Wie komme ich da hin? Ich würde gerne nach Skingrad. Hallo. Ist da vorne schon das Tor? Das sieht so aus. So, Athletikfertigkeit verbessert. Perfekt. Ihr wollt, dass eure Wunden und Krankheiten geheilt und... Apropos Krankheiten, wo sehe ich das, ob wir krank sind? Ist das hier nur ein Durchgang? Von dem Tor? Oder kann ich hier auch irgendwie... Ah, hier. Hier kann ich rein. Mal gucken, was hier gibt's. Ja? Hi. Wo sind die Händler? Versteckte Tür zu Haus der Soril-Brüder. Oh, hier. Two Sisters Lodge. Zwei Schwesternhütte. Salmo the Baltas House. Salmo der Bäckerhaus. Haus von Uras dem Schäfer. Und den Oretes Haus. Ah, die haben wir gerade draußen getroffen. Ambrois Kannes Haus. Rehman Broders Haus. Wo sind die Märkte? Das Skingrad ist auch sehr schön. So, dann haben wir hier Bernadette Penelles Haus. Oder Penelles Haus. Was haben wir hier? Tabikas Haus. Und Chameas Haus. Das ist wahrscheinlich die Kirche. Die große Kapelle von Julianus. Julianus Kirche, okay. Darf ich in der Stadt warten? 12 Uhr, warten wir mal. Also gleich 1 Uhr. Heftige Angriffe Richtung. Hier drüben. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet es nicht bereuen. Okay, keine Ahnung, was der von mir wollte. Hab Mitleid. Nur eine Münze. Nee, danke. Ich bin selber knapp bei Kasse, ja? So, ich suche Händler. Ich muss meinen Scheiß verkaufen. Vielleicht auf der Seite. Skingrad hat aber eine schöne Flagge, finde ich. So. West, wie, zur Westebene. Herberge zur Westebene, okay. Dann hier haben wir die Kämpfergilde. Skingrad. Mages Guild, Magiergilde, okay. Dann kolovianischer Händler. Ihr könnt mit Schilden und Waffen abblocken, okay. So, Gunder. Willkommen beim kolovianischen Händler. Skingrads feinster Auswahl an allgemeinen Waren. Ich bin Gunda. Sagt mir einfach, was ihr wünscht. Ja, ich möchte gern verkaufen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ne, ich möchte... Das ist ein... Alle drei? Ja. Das ist mehr... Den hier auch. Daran hat... Und das... Stahlbogen behalten wir. Stahlstreitkolben. So, und hier haben wir noch die Dinger.
Das klingt... Der verliert hier gar kein Gold. So, ah, hier. Feuerschild brauchen wir nicht. Auf. Die behalten wir. Das Ausdauer wiederherstellen behalten wir. Tranktex 3, Magiker wiederherstellen, 75 Punkte. Oh. Lebensenergie wiederherstellen, Magieresistenz. So, Bücher. Fortifer Fatigue Tome brauchen wir nicht mehr. So, und die Wolfsfälle, alle drei, darfst du haben. So, haben wir wieder ein bisschen was dazu verdient. Hat er sonst irgendwas, das wir gebrauchen können? Ein Silberdolch. Blaue Samtkleidung. Kettenhelm. Rohlederschuhe, okay. Schnallenschuhe. Stahlhelm. Für 88. Was haben wir für einen Helm auf? Wir haben einen Eisenhelm. Dann würde ich ihm das hier verkaufen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Und den Eisenhelm. Stahlhelm meine ich. Nehmen. Stahlhandschuhe können wir auch noch mal kriegen. Stahlhandschuhe. Und Stahlhelm. Weste des Baden. Biografie von Barentia. Hat er alle Teile hier? Die müssen wir auch mal lesen. Geheimnisvolles Ackervier. Leitfaden für Skingrad. So, jetzt haben wir die Eisenhandschuhe können wir verkaufen. So. Und noch ein zufriedener Kunde. Ja, ich hab... Wiedersehen. Ich hab ein bisschen was verkauft können und etwas Wertvolleres für mich kriegen können, immerhin. So, dann brauchen wir nur noch ein Stahlschild, Stahlbeinschienen und Stahlbrustharnisch. Dann sind wir hier ordentlich schon mal gewappnet. So. Magiergilde und Kriegergilde sind hier schon mal. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir, dass wir nach Skin geraten müssen, wenn wir uns denen anschließen wollen. Wer ist das? Ich muss mir auch auf jeden Fall schlau machen, wie wir hier an Dädrische Rüstung kommen. Ich liebe das Dädrische einfach. Habt ihr meine Münze? Nee, danke. Ah, fürs Regen ist keine Zeit. Die Westebene. Führt das raus? Seid gegrüßt. So, dann. Ah, ich hätte die andere. Ah, okay, das ist hier oben. Wir hätten auch oben rum reinkommen können. Okay. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich suche, einen Ausgang. Jetzt nur die Frage, von da kamen wir, also müssen wir wahrscheinlich da hinten hin. Da läuft hier barfuß rum. Hier. Guten Morgen. Guten Morgen.
Dann hier entlang, Skinrad Westtor. So, Tür zur Westebene. Die Willenskraft sorgt dafür, dass eure Magie sich schneller regeneriert. Was passiert, wenn ich den hier jetzt nehme? So, hilf mir doch einer. Komm. Sieh an, was haben wir denn da? Auf frischer Tat ertappt und kein Gold, um eure Strafe zu zahlen? Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Jetzt heißt es, ab ins Gefängnis. Laden wir mal. Schnell speichern. Hier. Ich war jetzt neugierig hier. Und wo kam die Wache auf einmal her? So. Pass der Dankbarkeitsstelle. Kann ich mir ein Pferd kaufen? Was ist? Hi. Ihr wollt ein Pferd? Ja. Ich kann euch eines verkaufen. Es gibt keine besseren Rotfüchse als die, die von den Pass der Dankbarkeitsstellen verkauft werden. So, kauft ein Pferd. Unsere Rotfüchse sind schneller als Schecken und stärker als Füchse. Ihr werdet ein stolzer Besitzer sein. 1000 Gold, kann ich mir nicht leisten. Sagst du dir 1000 Goldstücke? Zu viel. Ihr könnt es euch also nicht leisten. Das ist ein fairer Preis für dieses Pferd. Okay, Rumors? Ich glaube, Bernadette Penelès ist eine nette Frau. Sie arbeitet unermüdlich drüben in Tamikas Winzerei. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nur ein armer Schlucker bin. So, dann geht. Tamika Vineyards. Produzieren die hier Wein? Sieht so aus. So, Kaiserstadt und Skingrad da lang. Quatsch und Anvil da lang. Stimmt, dann sind jetzt nur noch Quatsch, die nächste Stadt und Anvil. Und dann wären wir auch schon an der Goldküste. Von der Goldstraße. Müsste eigentlich die Musik hier lauter stellen. Audio. Musiklautstärke. Hier vielleicht ein bisschen leiser. Hier auch ein bisschen leiser. Ich mag die Musik. Muss nur irgendwie achten, dass ich jetzt nur nicht leiser bin als das Spiel, dass man mich zumindest noch hört. Oder ich nicht zu laut bin und man das Spiel nicht mehr hört. Boah, ich freue mich schon, wenn wir in der Lage sind, hier alles zu erkunden. Apropos, wir müssen aber noch ein paar Sachen reparieren, fällt mir gerade auf. So, Reparaturhammer. So. Nicht, dass die Dinger auch irgendwann kaputt sind. Ich finde es schade, dass die dieses System mit dem Reparieren in Skyrim nicht mehr hatten. Wer, wo, was? Da ist noch ein Geist. Kann den Geist... So,
Liegt hier irgendwas? Nö. Warum greifst du mich an? So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Okay, aber hier können wir auch schon mit normalen Waffen gegen Geister und so weiter antreten. In Morrowind habe ich jetzt vergessen. Konnten wir das auch schon oder bräuchten wir dafür schon speziellere Waffen? Denn gegen Lykanthropen und so weiter war vorher... Wer? Wo kommst du denn her? So, das. Ich glaube, da kommt noch mehr. Ich habe gefunden, Rasavas Lager. Ach ne, ein Magier. Was hat der denn da für eine Waffe? Was hat er da für eine... Mönchskutte? Warte mal, die kann er wieder haben. Und die... Aber was war denn das andere da für eine Waffe? Geschichte des Kaisers 1. Nehme ich mal mit. So, Gold, Silbervase brauchen wir jetzt nicht. War das eine dätrische Axt, die er hatte? Aber dann hat er die wahrscheinlich eher beschworen. Wenn er ein Magier ist. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Lagert der auch einfach hier direkt vor. So, das nehmen wir mit. Ich glaube, da hinten ist schon Quatsch. So, das... Wer, wo? Alter! Schreckt er mich einfach. Athletikfertigkeit verbessert. Das sieht für mich nach Quatsch aus. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Ja, das ist Quatsch. Und also da unten dann ist irgendwo der Eingang da rein. Viele Wölfe. Irgendwann muss ich mal schauen, wie das mit den Skillen hier auch funktioniert. Werde ich angegriffen? Musik ist mir zu abenteuerlich gerade.
Also solange ich noch nicht angegriffen werde, da ist ein Pferd. Hat er einen Besitzer? Ist das jetzt mein Pferd oder ist das jetzt gestohlen? So. Okay, da vorne ist das der Eingang. Die Goldküste. Weil hier so güldene Pflanzen sind, heißt das Goldküste oder warum heißt es so? So, hier geht's also nach Quatsch. Wo will der hin? Ihr habt gefunden, Beletors Eselei. Beletor? Schon gar nichts mehr. Ich schätze, man kann sich an alles gewöhnen. So, wie steige ich ab, Pferd? Ah. Ich speichere mal. Ich guck mal. Zählt das jetzt als mein Pferd? Dieb, damit kommt ihr mir nicht davon. Ha. Okay, laden. Es ist nicht mehr mein Pferd. Und da waren gerade zwei Skelette gekommen. Hi, wer bist du? Sigrid. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt für einen Besuch in Quatsch ausgesucht. Hm. Okay, warum? Meint ihr den Priester? Ja. Ich glaube nicht, dass er die Stadt verlassen konnte. Nur wenige haben es geschafft. Sablian Martius weiß vielleicht mehr. Er hat das Kommando über die Stadtwache, die das Lager verteidigt. Okay, Sablian Martius? Ihr findet ihn an der Absperrung die Straße rauf. Er versucht, die übrig gebliebenen Wachen neu zu organisieren. Okay, was ist hier passiert? Seht euch vor. Das erklärt auch, warum der eine hier weggerannt ist. Der da. Irgendwas ist hier passiert. Ist nur die Frage, was ist hier passiert? Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Weglaufen? Vor was? Beim Blut der Götter. Ihr wisst es noch nicht, oder? Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur. Wie aus einem Albtraum. Kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind, versteht ihr? Alle anderen sind tot. Wie seid ihr entkommen? Es war Sablian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore. Sablian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten, wenn ihr es gesehen hättet. Dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Okay, Daedra? Vor allem der Himmel ist schon so rot. Nice.
Oder Debra, wie der Typ gesagt hatte. Muss aber einen Heiltrank nehmen, glaube ich. So, ne, das Ausdauer. Magika. Also hier geht schon los. Okay, die sind schon da am Kämpfen. Gefunden, Gate to Oblivion. Beeinträchtigt das Kampf. So, wer bist du? Savian. Savian, da bist du ja. Zurück, Bürger! Ihr solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Okay, und was werdet ihr nun tun? Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Braucht ihr Hilfe? Wollt helfen? Ja. Das ist ein Witz, oder? Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Kein Thema. Ich kann respawnen. Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Übrigens Quatsch. Mein Zuhause. Mein verdammtes Zuhause. Es steht in Flammen. Es bricht mir das Herz, dass ich nicht hinein kann, um etwas zu unternehmen. Es hat uns völlig unvorbereitet getroffen. Sie sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Es waren einfach so viele. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, zurückzuschlagen. Aber wir können die Absperrung nicht verlassen, bis das Oblivion-Tor geschlossen ist. Okay, und was mit Martin? Meint ihr den Priester? Ja. Als ich ihn das letzte Mal sah, führte er gerade eine Gruppe zur Kapelle von Akatosh. Wenn er Glück hat, sitzt er dort mit den anderen fest und ist zumindest momentan in Sicherheit. Wenn nicht... Okay, und Oblivion? Eine Art Portal nach Oblivion. Der Feind hat die Portale verwendet, um die Stadt anzugreifen. Sie sind vor der Stadtmauer aufgetaucht und die Daedra sind herausgestürmt. Sie haben direkt vor den Stadttoren ein Oblivion-Tor geöffnet. Solange dieses Tor nicht geschlossen ist, können wir nur versuchen, diese Absperrungen zu halten. Okay, Viel Glück. Ihr seid wirklich sehr mutig. Ja, der hat nun Knochen. Was ist mit euch? Du hast einen Pfeil hängen. Merandil? Wenn wir diese Sache lebend überstehen, sollte mich das verwundern. Und Jesan? Redet mit Hauptmann Martius, wenn ihr etwas braucht. Ich folge nur seinen Befehlen. So, Martius haben wir schon gequatscht. Ja, das Tor nach Oblivion. Kommen wir da dran vorbei? Ich speichere vielleicht einmal hier. Tor nach Quatsch. Wir können dran vorbei.
Dann würde ich sagen, wir machen das Tor. Das sieht ja richtig geil aus. Das Tor machen wir dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.